Konnichiwa. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Einen wunderschönen guten Mittag, meine Hübschen. Im Hintergrund läuft mein Thermomix. Das muss ich jetzt mal als erstes sagen. Der ist nämlich angekommen und ich habe direkt den Milchreis ausprobiert, beziehungsweise ist der jetzt noch am Kochen. Was ist denn? Und ich muss das erste Mal nicht dabei stehen, wenn ich Milchreis koche. Was denn? Du meinst, was du eben gesagt hast. Da ist doch diese Smiley-Tafel. Da oben drauf ist auch ein Stift. Aber der... Ja, ich muss gleich nach Staubsaugen auf jeden Fall. Ich habe heute schon ein bisschen was erledigt. Ich war heute bei der Behörde uns ummelden. Ich habe ein paar Pakete von der Post geholt. Ich habe die Badezimmer geputzt. Ich habe Wäsche aufgehangen. Und gleich kommt die zweite Ladung. Durchsaugen und ein bisschen aufräumen muss ich dann noch. Weil morgen sind wir echt damit beschäftigt, uns für die Hochzeit fertig zu machen. Und dann herrscht hier immer sowieso reines Chaos. Ja. Es kommt auch jemand zu mir nach Hause und macht mir die Haare. Ich wollte eine ganz schlichte Messi-Frisur, aber ich dachte, es mal machen zu lassen, ist ein bisschen schöner, als es selber zu machen, weil ich habe da jetzt nicht so das Händchen für. Beziehungsweise die Frisuren, die ich mache, sehen irgendwie immer gleich aus. Und dann werde ich heute Abend auf jeden Fall die Klamotten noch bügeln. Das muss ich noch machen. Mein Kleid muss ich noch bügeln. Also das ist ja so Tüll, aber der ist so geknittert. Das muss ich ganz, ganz vorsichtig bügeln. Nudeln kochen auch im Hintergrund. Es gibt... einfach Nudeln mit Champignon-Rahmsoße und als Nachtisch halt den Milchreis. Seki ist noch arbeiten, aber wir wollen auch unser neues Auto heute abholen. Also heute steht so viel an irgendwie. Ja, unser Auto können wir heute abholen. Ich hoffe, Seki macht wirklich zeitig Feierabend. Seki hat gar nicht dran gedacht, sich einen Brückentag zu nehmen. Deswegen müssen wir heute arbeiten. Gestern war es ganz schön spät. Gestern waren wir ja auf dem Henneabend. Und wir waren erst um 11:30 zu Hause. Ich glaube, um 12 oder so bin ich eingeschlafen, weil abschminken, Kinder ins Bett bringen und so hat nochmal ein bisschen gedauert. Und ich habe so unruhig geschlafen. Das war einfach die reinste Katastrophe. Ich konnte nicht schlafen. Ich weiß nicht, warum. Lia hat so heftig gestrampelt gestern. Das war bestimmt ein bisschen zu viel Action für sie. Ah ja, okay. Ich gucke jetzt mal nach den Nudeln. Hier hängen noch Ballons. Gestern beim Henna-Abend haben die Kinder sich da noch Ballons gekauft. Ach, meine Haare habe ich heute auch schon gewaschen, weil die meine Haare morgen macht. Sie hat gesagt, es wäre gut, wenn ich sie am Tag vorher wasche, damit man nicht so fliegende Haare irgendwie hat und die Frisur ein bisschen besser hält. Mal gucken, ob die schon fertig sind. Wenn ja, dann ist das echt heftig so schnell. Meine Güte. Wo hast du dir wehgetan? Ja. Warum? Och Mann. Hallo? Wer hat Sprachnachricht gemacht? Nein, ich sehe da, ich habe mir wehgetan, bitte, dann werde ich wieder, och Mann. Oh. Also ich habe jetzt hier einfach zwei Becher Sahne reingemacht, also Zwiebeln und Knoblauch vorher angebraten, dann Champignons mit angebraten, zwei Becher Sahne reingemacht, Salz und Pfeffer und dann schmecke ich das Ganze einfach mit ein bisschen Creme Fraiche ab. 12.05. ist das schon abgelaufen? Nee, morgen. Aber auch wenn, ein paar Tage würde jetzt auch nichts machen. Das lasse ich jetzt erstmal aufkochen und dann kommen die Nudeln mit rein und dann einfach noch abschmecken mit Creme Fraiche. Fertig. Und hier ist der Thermomix. Also 15 Minuten muss er jetzt noch garen. Sieht schon ganz gut aus. Und ich bin echt gespannt, wie der schmeckt. Ich habe ein bisschen mehr Zucker reingemacht, als in der Anleitung stand, weil da standen 50 Gramm und für 1 Liter war mir das irgendwie ein bisschen wenig. Wir mögen es gerne süß. Mal gucken, wie es schmeckt. Wow. So, der Milchreis ist jetzt fertig. Und sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Probier mal. Mmh. War eine gute Entscheidung, da noch mal ein bisschen mehr Zucker reinzumachen.
Statt 50 Gramm hatte ich da bestimmt jetzt 90 oder so drin. Lecker. Ich bin gespannt, wie der ist, wenn der komplett abgekühlt ist. Ob der dann total fest ist oder noch cremig. Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Es tut mir leid, dass es gestern so abrupt irgendwie geendet hat. Aber ich hatte noch einiges zu vorbereiten und mir ging es dann irgendwann auch nicht mehr so gut, weil ich vom Tag vorher noch so kaputt war. Und deswegen ja, geht es heute einfach weiter. Heute ist der Tag der Hochzeit von meinem Schwager. Ich habe mich auch schon geschminkt. Meine Haare werden gleich gemacht. Irgendwie ist die Kameraeinstellung. Nee. Meine Haare werden gleich noch gemacht. Da kommt gleich jemand zu mir nach Hause. Isila hatte ich schon angezogen und die Jungs werden dann gleich von Seki angezogen. Und dann geht es auch schon los. Bei uns ist es ja so Brauch, dass die Braut von zu Hause von dem Bräutigam und deren Familie abgeholt wird. Und deswegen ja, fahren wir schon so um 14 Uhr los. Also ziemlich zeitig. Und dann mal gucken. Ja, dann haben wir natürlich hoffentlich einen schönen Abend. Ich zeige euch dann aber natürlich nochmal, wie wir alle aussehen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann einfach später. Isila, zeig mal dein Kleid. Warte. Noch Schuhe anziehen? Was ist das? Sie zeigt sich. So, aber darf ich selber? Hallo. Aber nicht so nah dran, ein bisschen weiter weg so. So. Mhm. Du musst dich so zeigen. Hallo. Mhm. So macht man das. Nee, lieber mit. Ja? Ich fühle mich irgendwie, der Bein ist größer als der. Oder? Ich bin jetzt angezogen. Ich zeige euch mal im Spiegel, wie das aussieht. Achso, Sack ist da. Sieht gut aus, Schatz. Ach, ja, aber ich fühle mich so, als wenn ich auf der Baustelle so ein Stück Rohr bin und einer macht Zement rein und wartet. Also. Sag mal, Milan. Stell dir mal vor, einer ist so mit Anzug und geht so. Und nein, so. Nein, du bist Bräutigam, noch geiler. Du bist Bräutigam. Nein, nein, noch nicht rein. Oh, Anne? Mhm. Kian, komm raus. Milan. Guck mal. Haben wir ihnen was getan? Mama, warum piepen die alle? Up the dance, but the dance man. So? Also, hier runter oder nicht? Ich weiß es nicht. Oh, wir holen jetzt die Braut ab. Was ist das? Die Braut wird jetzt abgeholt. Ja. So richtig mit. Das Brautkleid, das Brautkleid. Da holt uns so nah, ja. Falls sie versteht, was wir meinen. Werdet gleich sehen und hören. Sebastian, wer? Sebastian! Ah. YouTube! Thank you.
Wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Es ist der Tag nach der Party, nach der Hochzeit quasi. Erstmal sorry, dass ich von der Hochzeit jetzt nicht so viel gefilmt habe, aber ihr könnt euch vorstellen, dass auf einer Hochzeit sehr, sehr viele Menschen sind, die eventuell auch nicht gefilmt werden möchten. Ich will so, ich muss die Kamera hinstellen, weil mein Arm mir sonst abfällt. Ja. Was? Was? Was ist das? Was? Nein. Ach du? Ja, kein Kaugummi, wenn Baba kommt, okay? Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ich jetzt natürlich vom Brautpaar keine Szenen veröffentlichen möchte, wenn sie es selbst noch nicht getan haben. Aber so ein bisschen habt ihr ja gesehen. Und der Auto! Es war auf jeden Fall eine richtig super schöne Hochzeit. Wir waren um 2:30 zu Hause und dann waren wir um 3 im Bett. Was ist denn, Schatz? Du! Oh ne, muss man. Nein. Muss? Nein. Was? Das? Nein. Genau, aber ich denke, da habt ihr sicher Verständnis für. Es war auf jeden Fall ein super schöner Abend. Es ging sehr, sehr lange. Aber war sehr schön. Jetzt ist erstmal der ganze Trubel vorbei. Und das nächste größte Ereignis ist dann Lias Geburt quasi. Okay, davor kommen noch ein paar Geburtstage. Oh Gott. Milan hat nächsten Samstag Geburtstag. Und dann kommt Isila und dann komme ich und dann kommt Kian und ach, Serki ist ja auch noch am 24. Mai. Okay, doch ein paar mehr Geburtstage. Auf jeden Fall ist heute Muttertag. Ich wünsche allen Mamas und werdenden Mamas da draußen einen wunderschönen Muttertag. Ich hoffe, ihr wurdet beschenkt in Form von Liebe und Zuneigung und vielleicht ein Frühstück, ausschlafen oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist alles viel, viel mehr wert als irgendwelche materiellen Sachen. Ausschlafen und mal ein Frühstück serviert zu bekommen, ist für mich schon absoluter Luxus und das ist das beste Geschenk für mich. Neben den gebastelten Sachen meiner Kinder natürlich. Milan hat super süße Sachen gebastelt. Sogar auf Türkisch was draufgeschrieben. Er hat ja auch Türkischunterricht und da hat er uns auch was gebastelt. Also super süß. Ja, wie gesagt, genießt. Das Video kommt ja später online. Ich hoffe, ihr habt euren Tag genossen. Kian, Kian! Nein! Aua! Jo, dann wollen wir gucken, was heute so ansteht. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag auf jeden Fall. Mach den Schnulli raus. Ja. Den nehmen wir nur noch zum Schlafen. Aber Kian ist ganz müde heute, ne? Oh, komm mal, Morgen. Wollen wir schlafen? Nein? Nicht anfassen. Oh, toll. Hinsetzen? Leute, Kinder sind schon länger im Bett, also die waren ja auch super kaputt von gestern. Und Kian hatte ja auch keinen Mittagsschlaf und so. Und deswegen waren sie heute um 7:30 im Bett und sind auch direkt eingeschlafen. Ich habe jetzt angefangen, meine türkische Serie Istanbul Gelin zu gucken und habe mir einen Brokkolisalat gemacht, ganz spontan im Thermomix. Ich hatte nämlich noch Brokkoli, der war schon, also der hat angefangen gelb zu werden. Und bevor der schlecht wird, habe ich gedacht, verarbeite ich ihn einfach mal zu Salat. Und habe aber noch ein bisschen Gurke reingeschnibbelt. Hatte ich dann im Nachhinein irgendwie Lust drauf. Ich habe das Rezept aber ein bisschen abgewandelt und habe jetzt keine Pinienkerne reingemacht, weil ich keine zu Hause hatte. Und keinen Apfel reingemacht, weil ich keinen Apfel mehr zu Hause habe. Aber ansonsten war dieser Salat einfach mal in 2 Minuten fertig.
mit Würzen, mit Schnibbeln, mit allem drum und dran. Und ich bin super begeistert. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich den verwendet habe, seitdem ich den habe. Einmal habe ich ja den Milchreis gemacht, der super lecker war. Der übrigens nicht hart geworden ist, nachdem er gestanden ist. Weil manchmal habe ich das Problem, dass der Milchreis dann wirklich steinhart wird am nächsten Tag oder so. Der war immer noch super cremig. Und jetzt den Brokkolisalat. Aber die letzten Tage hatte ich einfach keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, weil wir ja auf der Hochzeit, auf dem Henneabend und so weiter waren. Jetzt kehrt aber langsam Ruhe ein, hatte ich ja schon gesagt. Und deswegen probiere ich auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viele Rezepte aus. Und finde das einfach super cool, weil ich hatte irgendwie Lust auf Salat. Und da habe ich den Brokkoli im Kühlschrank gesehen und habe gedacht, der Brokkolisalat aus dem Thermomix schmeckt doch richtig geil. Hab den gemacht. Ja, ich würde mich auch an dieser Stelle für dieses Video verabschieden und bedanke mich für euch, bei euch, fürs Zuschauen. Ich bin müde, Leute. Also, habt alle einen schönen Tag und macht's gut und, ja, halt die Ohren steif, ne? Bis dann, ciao!